Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Summoner's War. Gleich vorweg muss ich was gestehen. Ihr habt sicherlich bei der zweiten Folge gesehen, dass da irgendwie was fehlte zwischen ja, Folge 1 und 2. Das ist so. Normalerweise wäre die zweite Folge die vierte Folge gewesen. Mal überlegen, die vierte? Die dritte Folge. Ah, ich muss mal überlegen. Also zwei Folgen sind auf jeden Fall jetzt gerade irgendwie weg, weil mein Aufnahmeprogramm, was ich benutzt habe, also mit der Stimme, Audacity benutze ich, das hat irgendwie beim Exportieren nicht alles richtig exportiert. Ich habe das nicht überprüft, weil ich dachte, okay, wird schon klappen und so, und habe das einfach geschlossen, ohne zu speichern. Werde ich nicht mehr machen. Danke, ne, habe ich daraus gelernt. Falls es da wieder Probleme geben sollte, kann ich es hinterher wieder nochmal exportieren, falls Probleme auftauchen sollten. Das wäre jetzt normalerweise schon die fünfte Folge, jetzt ist aber nur die dritte Folge. Und ich glaube, die letzte Folge ist jetzt auf jeden Fall jetzt mit der hier. Also die schließt, glaube ich, jetzt mit der letzten Folge an. Von daher solltet ihr jetzt nicht so viel verpasst haben, außer halt die zweite Folge und die vierte Folge. Ah, ich bin mir gar nicht so sicher jetzt gerade, was da genau fehlt. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich werde da nochmal kurz alles schnell zusammenfassen. Wir hatten in einer Folge auf jeden Fall Empty Sys komplett gemacht. Da hatten wir jetzt den Elfenwächter bekommen. Elfenwächterlicht als Belohnung. Irgendwie kann ich hier nicht klicken. Er macht das nicht. Ich mache das einfach mit meiner Escape-Taste. So, haben den hier bekommen. Elfenwächterlicht. Habe in Offline ein bisschen weiter gezockt. Habe die ein bisschen hochgelevelt. Wie ihr seht, wollte die Runen hier zusammenkriegen. Hier habe ich immer noch nicht die Fatalrune zusammen. Hier ja. Hier werde ich noch eine Energierune reinkriegen, damit ich hier nochmal ein bisschen HP dazu kriege. Also ein bisschen hochgesteckt, ne? Also nicht viel erwarten. Das ist halt nicht so viel, wie man das jetzt vom Endgame gewohnt ist. Was ist denn hier los? Auf jeden Fall wollte ich jetzt bisschen was aufnehmen, weil wie ihr seht, die linke Leiste ist so voll hier, ne? Ich habe so viele Quests jetzt, die ich einfach mal gerne abschließen möchte, damit ich hier auch ein paar andere Sachen machen kann, ne? Also ich hatte jetzt einfach nur in MT Sys hier gelevelt. Kapierruin, das war das, was wir freigeschaltet haben. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Gut, ich habe jetzt kaum Energie, aber das, da werden wir, glaube ich, eh kaum ins dazu kommen, hier in den Kapierruin reinzukommen. Ich habe die ganze Zeit nur in MT Sys hier, Sys in 2, 4 und 6 ein bisschen, ja, versucht die Runen zu farmen. Ich, mit meiner linken Maustaste stimmt irgendwas nicht. Ich muss die rechte Maustaste gerade nehmen. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Fehler vom Programm ist oder so, keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier mit den Quests ein bisschen auseinandersetzen. Hier die Ruinen, Runen sollten wir ja vollständig machen. Da wird Elia uns wahrscheinlich jetzt noch was erzählen. Ich klicke einfach mal drauf. Ja, endlich. Boah, ich habe zu schnell geklickt. Ja, endlich hast du es voll, blablabla, aber du siehst bereits stärker aus, gut gemacht, gut. Ich denke, wir sollten anfangen, den Runenaufwertungen Aufmerksamkeit zu schenken. Deine Runen aufzuwerten ist ein Muss, wenn du stärker werden willst. Warum versuchen wir es nicht einmal? Ich bin mir sicher, dass es dir auch im Kampf eine Hilfe sein wird. Habe ich bereits schon gemacht. Werte eine Rune bis 3 oder mehr auf. Okay, machen wir auch mal glatt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier, nee, hier habe ich auch schon alles auf 3, ja, das ist ein bisschen kacke, weil ich jetzt immer alles direkt schon aufgewertet habe. Alles schon auf 6. Habe ich hier eine Rune drin? Habe ich hier nicht. Ich werde einfach jetzt hier, na, Risi nicht unbedingt. Kritrat ist jetzt auch nicht so geil. Ja, ich knall die jetzt hier rein. Benutze ich ja auf jeden Fall. Wird sowieso ein Supporter werden bei mir und deswegen kann ich jetzt auch ein bisschen aufwerten. Dann haben wir die Quest auch gleich abgeschlossen. Das war halt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in einer der beiden Folgen schon drin ist, die Aufwertung. Ich glaube, das war sogar in der ersten mit. Wenn wir sie aufwerten, können wir halt die Runen stärker machen. Runen machen halt die Monster aus. Man sagt immer so 90% Rune und 10% des Monsters, was tatsächlich die Stärke von einem Monster ausmacht. Ich muss mich dran gewöhnen, das Restklick hier mal zu drücken. So. Du hast eine Rune aufgewertet. Die verbesserte Rune macht dein Monster stärker. Monster können nicht ohne Runen leben. Wir müssen auch andere Runen aufwerten. Alles klar, eine Mission damit abgeschlossen. So, jetzt haben wir hier noch eine Nachricht von Durant. Was nun schon wieder? Wie geht es dir, mein Freund? Erinnerst du dich an Greedy? Er scheint, als sei er leicht schockiert, nachdem er letztes Mal gegen dich verloren hat. Nun ja, du hast keine Gnade gezeigt. Greedys Stolz scheint gekränkt zu sein, denn er hat seine Jungs geschickt, um dich herauszufordern. Amüsant, nicht wahr? Vor allem dieser Typ namens Razak. Er scheint mir sehr stark zu sein. Da hast du dich wohl mit dem falschen Typen angelegt, was? Hey, seh mich nicht so an. Du wirst ihm früher oder später sowieso begegnet.
Wieso also nicht jetzt gleich? Hm? Naja, ich warte auf gute Neuigkeiten. Zeig ihm, wer der Meister ist. Jawohl. Unglaublich, dieser Kerl. Nicht, dass ich ihm nicht trauen würde, aber er muss uns mehr Zeit geben, uns daran zu gewöhnen. Naja, es gibt nur einen Weg, ihn zu schlagen und zu zeigen, was wir können. Ich glaube an dich. So, jetzt haben wir einen neuen Kamerad in der Arena. Razak. Den wir auch kaputt machen müssen. Gehen wir mal direkt rein. Ist gut, weil wir kriegen halt hier extra Kristalle und natürlich diese Ehrenabzeichen. Kämpfen wir einfach mal direkt gegen ihn. Ja, geht. Also ich habe meine Monster halt, wie gesagt, schon ein bisschen hochgelevelt, ne? Deswegen 19, 20. Mein Höllenhund, der geht eh nur bis 20. Den müsste ich dann sowieso bald aufwerten auf 3 Sterne. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Wieso kann ich mit... Jetzt bin ich rausgegangen. Wieso kann ich da nicht draufklicken? Mit Rechtsklick komme ich da raus. Das ist jetzt etwas kacker. Oha, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich einfach mal... So, jetzt bin ich wieder drinne. Ich habe einfach mal komplett rausgenommen. Also ich sollte aufhören, irgendwelche Tasten zu drücken. Kann ich jetzt darauf klicken? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Irgendwas stimmt hier gerade mit der Einstellung nicht. Ich weiß nicht was. Kann ich euch nicht sagen. Wenn ich rechts klicke, dann komme ich auf jeden Fall raus. Das ist so wie eine Escape-Taste. Wenn ich da jetzt Linksklick drauf mache, funktioniert es. Da komme ich drauf. Da komme ich auch drauf. Aber hier kann ich nicht drauf klicken. Kann ich auf Abbrechen klicken? Abbrechen kann ich auch nicht klicken. I don't know. Lassen wir erstmal. Zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Ich muss gucken, was das ist. Also, letztes Mal hatte ich auch keine Probleme. Machen wir mit der nächsten Quest ja weiter. Du bist jetzt so berühmt. Die Händler des Handelsverbands haben versucht, dich zu kontaktieren. Sie haben gehört, dass es einen Neuling in der Arena gäbe und wollen dir magische Items verkaufen. Wie wäre es, wenn du einen magischen Laden kaufst und zu handeln beginnst? Ja, machen wir glatt. Ich hoffe, das wird jetzt auch durchgehend hier aufgenommen. Irgendwas war da. Bau einen magischen Laden. Ja, so, gehen wir direkt mal hin. Kostet nur 2000. Kaufen wir. Ja, ich habe ja ein bisschen genug gerade. Sollte mal raus scrollen, damit ich ein bisschen Freiheit habe. Ich packe ihn jetzt einfach hier irgendwo hin. Oh nein. Nein, bitte nicht. Kann ich Enter drücken? Oh, ich kann gar nichts gerade machen. Wieso? Aber ihr seht es, ne? Es ploppt auf, aber es macht es nicht. Keine Ahnung. Ist gerade ein Spielfehler oder so. Ich glaube, ich muss die Software neu starten. Vielleicht kann ich irgendeine Tastaturtaste drücken, damit das jetzt bestätigt. Enter funktioniert auch nicht. Kann ich die Enter-Taste drücken? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich abbrechen drücke. Ich gehe gar nicht. Ich kann gar nichts machen gerade. Nun gut, ich mache hier kurz mal ein Skip. Und, oder, ich weiß nicht. Ich kann halt nichts machen. Aber grün ist es ja auf jeden Fall gewesen, ne? Na, jetzt kann, jetzt. So. Also, es klickt zwar drauf, aber ich weiß nicht. Irgendwie, erkennt es es nicht. Ja. Dann, na gut. Versuche ich gleich nochmal neu zu starten und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Sollte jetzt eigentlich wieder funktionieren. Also, ne, wenn wir da draufklicken, kann ich jetzt hier oben tatsächlich wieder auf dem X klicken. Super. So, dann können wir jetzt auch endlich diesen magischen Laden hier kaufen. Wie wir es gerade machen wollten. Packen wir es da hinten hin. Okay, und es hat funktioniert. Tada. Und dieser magische Laden ist tatsächlich für uns wichtig, weil da können wir sämtlichen Scheiß rauskaufen. Wie zum Beispiel hier Fatalruhen oder eine Energierune. Gut, ist nicht immer optimal mit besten Werten hier. Vor allem eine 3-Sterne-Rune können wir bisher noch gar nicht fahren. Hier unten sind nachher noch Slots, die ich jetzt nach und nach freikaufen werde. Das hat für mich erstmal Priorität, das werde ich erstmal machen. So, da haben wir einen Yeti, den wir kaufen könnten, machen wir aber nicht. Ja, das kostet Kristalle und, schade. Kann ich euch nur empfehlen, das tatsächlich zu machen. Die alle freizuschalten, auch wenn das am Anfang ein bisschen Kristalle kostet. Die kriegt ihr echt hinterhergeschmissen. Da war kleiner Freeze. So, die 30.000 geben wir auch nochmal aus. So, dann haben wir hier noch genau 3 Plätze. So, 95 Kristalle brauche ich hier noch. Und 50.000 Mana-Kristalle. Das werde ich mir alles noch freikaufen.
weil hier kann man halt mystische Schriftrollen rauskriegen, die ihr dann zur Beschwörung benutzen könnt. Und in wirklich jedem Slot habt ihr die Chance, diesen zu bekommen. Deswegen schalte ich hier alles frei. Und generell später auch, wenn ihr, naja, nicht unbedingt lobenswert bzw. empfehlenswert, wenn ihr im High-Level seid oder End-Level, könnt ihr da auch gute Runen manchmal rauskriegen. Und das könnte halt in jedem Slot sein. Ne? Deswegen macht es, kauft euch. Ja gut, habt ihr wahrscheinlich eh, weil es ja storybedingt ist, aber kauft euch die ganzen Slots hier frei. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Und erst dann spare ich halt auf mein Premium-Pack, um hier Schriftrollen zu kaufen. So, gehen wir auf die Quest. Der magische Laden ist fertig. Jetzt können wir mit dem Händler Geschäfte machen. Der Händler scheint bereits angekommen zu sein. Ich frage mich, was für Items sie wohl mitgebracht haben. Gehen wir nachsehen. Ja, muss ich jetzt nicht machen. Nehmen wir gleich mal die nächste Quest hier. Hast du jemals etwas über den Tempel der Wünsche gehört? Man sagt, dass Ameria, die Göttin der Gelassenheit, den Leuten ihre Wünsche erfüllt. Wer weiß, ob die Gerüchte wahr sind, aber es ist einen Besuch wert. Der Segen einer Göttin könnte dir große Vorteile in der Arena erbringen. Ja. Jetzt muss ich mir ein Tempel der Wünsche bauen. Da. Kostet nur 3000. Wo habe ich da dich? Packen wir dich da oben hin. Der ist eigentlich, ja, für die Aktivität eigentlich auch. Jeden Tag einmal da reingehen. Erstmal, bevor wir jetzt was machen. Oh, große Göttin Amira, kannst du ihre Präsenz spüren? Lass uns mindestens einmal am Tag herkommen und einen Wunsch aussprechen. Vielleicht erhört sie uns. Ja, dann kann man hier draufklicken. Wünsche, dann hat man hier so, oha, was war das denn? Ich hoffe, das habt ihr nicht gesehen. Dann hat man hier so mehrere Dinge. Meistens bekommt man immer nur diese 10.000 Kristalle. Früher waren das 5.000, also. Das war noch weniger früher. Also schon ein bisschen mehr. Natürlich möchte man diese Kristalle hier haben. Monster oder Regenbogenmon. Angelmon, okay. Schriftrolle ist auch okay. Energie, naja. So, klicken wir einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück beim ersten Mal. Aber wie das aussieht, kriegen wir nur die 10.000. Ich hab's euch von vornherein gesagt. Meistens bekommt man die einfach nur. Ist einfach so und. Ihr solltet nicht enttäuscht sein, ne? Immerhin etwas. Dieser Ort hat sich auch ziemlich entwickelt. Wir brauchen mehr Platz für Gebäude. Wie wäre es, wenn wir eine neue Insel beschwören? Ich denke, es ist Zeit für ein Upgrade. Ja. Dann machen wir das mal glatt. Also das ist halt nur, weil es questbedingt ist, sonst mache ich das halt nicht. Gut, irgendwann geben wir den Platz aus, dann muss man das so oder so machen. Ich finde, das ist schon ziemlich cool animiert. Tada! Schon hat man ein bisschen mehr Platz. Die Insel ist so viel größer. Es gibt so viel Platz für Aktivitäten. Du bist super. Ja, ich weiß. So, jetzt haben wir hier unten halt ein bisschen mehr Platz. Ist ziemlich cool. Haben wir gleich das nächste hier. Im Ehrenshop kannst du mit den Ehrenpunkten, die du in der Arena verdient hast, mächtige Reliquien kaufen. Du kannst deine Monster stärken, dein Lager vergrößern oder deine Effizienz verbessern. Warum holen wir mit unseren Ehrenpunkten keine Reliquie? Wie wäre es für den Anfang mit einem Heiligtum der Dimension? Ja, weiß ich tatsächlich noch gar nicht, ob ich den schon kaufen kann. Heiligtum der Dimension. Hier heißt der Heiligtum der Ehre. Nee, der Energie, genau. Das müssen wir uns kaufen. Gut, ich habe 79, weil ich schon ein bisschen in der Arena rumgedannert habe. Theoretisch. Nee, kann ich nicht. Oh, doch, kann ich schon. Also, das ist wichtig, ne? Wie gesagt, Energie erhöht und dann halt die Pflanze hier, um die Geschwindigkeit ein bisschen anzuheben. So, kaufen wir uns erstmal das, weil das müssen wir halt für die Quest kaufen. Packen wir dann hier hinten, so, zwischen den Bäumen. Tada! Oh, war jetzt nicht so spektakulär. Wow, das Heiligtum der Dimension hat uns zusätzliche Energie geschenkt. Genau einen, aber das könnt ihr halt bis Level 10 upgraden und habt dann insgesamt 10 Energie mehr die ganze Zeit. Ne, das macht schon was aus. Der Ehrenshop ist voll von nützlichen Items. Ja. So, jetzt kommt die Kristallmine. Mana-Kristalle sind die wertvollste Ressource dieser Zeit. Kristalle, einfach nur Kristalle. Mana-Kristalle sind die blauen, immer noch. Ich weiß, du sammelst so viele du kannst, aber es reicht nicht. Wir sollten versuchen, unsere eigene Kristallmine zu bauen. Ich weiß, es macht keinen großen Unterschied, aber es ist besser als nichts. Ja, doch. Hat schon was. So, klicken wir auf Los. Und dann müssen wir hier ein bisschen nach hinten. Den werden wir auch noch holen. Müssen wir halt 300 sparen. Das machen wir. Und dann gibt der hier nämlich auch alle 8 Stunden immer ein Kristall. Das sind drei Kristalle pro Tag.
Mit der Kristallmine sind das also 5 Kristalle pro Tag. Im Monat sind das einfach mal 150 Kristalle, die ihr also so geschenkt bekommt. Dafür muss man halt ein bisschen was ausgeben, aber wo sind die? Ah, da, da ist die Kristallmine. So, muss man zwar erst 300 Kristalle investieren, aber die habt ihr halt irgendwann auch wieder raus. So, packen wir die irgendwo mal hier hin. Mission abgeschlossen, super. Die Kristallmine ist fertig. Jetzt werden wir zusätzliche Mana-Kristalle produzieren. Wir müssen ein wenig darauf warten, aber das ist es wert. Ja, ist es auch. So, Mission hinzugefügt, bla bla bla. Interessiert uns nicht. Ich denke, wir haben jetzt soweit alles abgeschlossen. Außer Razak. Da es jetzt ja funktioniert, sollten wir den jetzt auch bekämpfen können. Kämpfen. Ja, keine Wiederfertigkeit, aber das ist egal. So, erledigt er. Chivo, will ich unbedingt haben. Ich weiß noch nicht, wie viele mystische Beschwörungsrollen wir jetzt aufheben werden. Du verzogenes Kind, ich werde dafür sorgen, dass du keinen Fuß mehr in der Arena setzt. Ja. Darf natürlich erstmal als erstes angreifen. Alter. Puh, ja, also die sind wahrscheinlich voll geruhnt. Ist natürlich der Höllenhund noch gar nicht. Den habe ich noch gar keine Runen gegeben. Elfenwächter und Magieritter ist ein bisschen geruhnt, Garuda ist auch noch nicht geruhnt, aber ja, wir sollten das auch so schaffen. Da hat man gemerkt, dass der Angriff ein bisschen runter ist. So, das ist schön, dass ich den gestunt habe. Könnte ich ihn jetzt eigentlich direkt mal. Ja, so wollte ich das sehen. So, dann klären wir als erstes ihn weg. Mit dem, das ist eine AOE-Attacke. Ich dachte echt, dass die Harpyr, oder Harpu, das Harpu, glaube ich, dass die verschwindet. Killen wir den als erstes? Ja, wir killen erst den. So. Und dann, ah, diese Freeze zwischendurch, das nervt schon ein wenig. Die häufen sich tatsächlich wieder ein bisschen. Muss ich mal gucken, wo das Problem liegt. Irgendwas wird da wahrscheinlich im Hintergrund die ganze Zeit laufen. So, das war's. Haben wir wieder 2 Kristalle gekriegt und 3 Ehrenpunkte. Die Mana-Kristalle sind jetzt nicht so wichtig. Hauptsächlich sind die beiden hier. Deswegen macht das wirklich regelmäßig. Das glaube ich nicht. Ich werde zurückkehren. Das sagen die übrigens die ganze Zeit. Die Sprüche, also nach dem Verlieren springen sie immer die gleichen Sprüche. So, es dauert immer ein bisschen Zeit, bis sie wiederkommen. Ne? Und dann macht das einfach. Ihr kriegt hier immer Kristalle. Nachher kann man halt hier mehrere Sachen freischalten. Wie ihr seht, sind insgesamt, muss mal zählen. 2, 4, 6, 8, 9 Gegner. Ne, Quatsch. 2, 4, 6, 8, 9. Doch, doch. 9 Gegner, die ihr bekämpfen könnt. Und dann könnt ihr halt die ganzen Kristalle mal einsammeln. Und ein, ja, farmen sogar regelrecht. Kein Neuankömmling mehr. Erweitere den Itemslot im magischen Laden 3-mal. Siehst du, bekomme ich auch nochmal, aber die hebe ich mir ein bisschen auf wegen der Erfahrung. Hier bekomme ich auch nochmal 5 Kristalle, platziere 10 Gebäude. Also man bekommt durch Errungenschaften, ich kann es euch mal unten zeigen, hier zum Beispiel 150. Gut, muss man ein bisschen was machen. Schließt ihr die 10. Etage der Halle der Dunkelheit ab. Ja, ist ein bisschen schwierig, vor allem am Anfang. Wo gibt es ein bisschen weniger, was ein bisschen früher zu erreichen ist. Ja, hier gar nicht. Gehen wir ein bisschen runter. Ah, hier war mal, hier war was. Da 10 Mana-Quellen. Erhalte 100.000 Mana im antiken Runenstein. Ne? Also hier gibt es halt so einige. Großmeisterbeschwörer. Erreiche Level 45. Also wenn ihr bestimmte Level erreicht, dann kriegt ihr hier auch nochmal Kristalle. Ist also recht einfach, die Kristalle hier zu verdienen. Wie gesagt, kommt hier sehr viel hinterhergeschmissen und dann könnt ihr halt auch einiges machen. Deswegen ist hier auf jeden Fall Free-to-Play einiges zu erreichen. So, wir scrollen mal wieder raus, dann wieder runter. Na? Muss ich nicht nochmal mit ihr quatschen? Nee, muss ich anscheinend nicht. Gut, dann hier habe ich noch Energie, falls ich mal brauche. Gehen wir jetzt einfach mal in den Kabyrowin rein, weil ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken, was hier los ist. Hier bekomme ich sogar noch ein komplettes Set geschenkt, also 6 Stück sogar. Das sind also insgesamt 3 Sets mit der Energierune. Muss halt hier die Bosse unten klatschen. Dafür müssen wir aber erstmal den ersten Kampf machen. Hier können wir tatsächlich auch mit 4 rein, wenn wir mal gucken. In MTSIS waren das halt nur die ganze Zeit 3. Hier sind es nur 3 Gegner gewesen die ganze Zeit. War ein bisschen nervig, weil ich immer tauschen musste. Weil ich wollte die alle gleichmäßig ein bisschen hochziehen. Dann knallen wir dich, dich, dich und
dich da rein. Fehl benutze ich einfach nicht mehr. Ich brauche jetzt einfach gerade nichts zum Heilen. Später farme ich mir eh noch andere Monster, wo ein Heiler dann auch dabei sein wird. Aber dazu dann auch wieder später mehr. Gehen wir erstmal rein. Und dann schauen wir mal, was Ellie jetzt zu sagen hat. So. Oh, Monster. Ich hoffe, sie wollen diesmal nur zu den Ruinen. Ja, glaube ich nicht. So, ich knall sie einfach mal direkt weg. Sollte auch nicht lange dauern. Also ich bin hier schon ein bisschen overpowered, jetzt weil ich ja gelevelt habe. So. Gerade meine Magiere drin ist ein bisschen OP gerade jetzt. Weil die natürlich auch die Fatalrune jetzt schon drin hat, hat dadurch halt 35% mehr Angriff. Das ist halt, wenn voller Z ist. So. Oder volles Z hat. Ja, irgendwas so nervt. Dann kommt die der Borsch. Ja, hat's direkt auf meine Magie dann abgesehen, weil es Wind ist, ne? Also einfach mal direkt am Boss weg. Wind ist natürlich effektiv gegen Wasser, deswegen greifen die jetzt nur Magie dran an, nicht die anderen, ne? Das ist halt so die Mechanik hinter der KI. Aber ist okay. So, das war's. Damit haben wir das erste abgeschlossen. Toll. Das war gar nicht so schlecht. Laut Lysana sind das die Ruinen der antiken Windgeister. Lysana hat vorausgesagt, dass eine ganze Menge Windgeister erscheinen werden, wenn die Ruinen erwacht sind. Bisher sieht alles in Ordnung aus. Ja, also zwischendurch wird sie jetzt noch ein bisschen was labern, während ich die anderen Stages mache. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Ich mache bis zum Boss, also bis zur siebte, also hier unten. Das werde ich dann wieder aufnehmen. Also bis sechs mache ich. Die klatsche ich noch. Sieben werde ich nicht machen. Das hebe ich mir auf fürs Let's Play. Und zeige es euch, damit die Story dann halt wieder vorangeht. Damit ich es euch zeigen kann. Das war's schon heute. Tut mir leid für den kleinen Aussetzer, weil ich da nicht klicken konnte. Ich hoffe, das ändert sich bald. Und ich hoffe, ich kriege das mit diesen Freezes noch hin. Also es geht noch. Es nervt mich zwar. Ich hoffe, es nervt euch nicht so dolle. Aber ich werde das irgendwie schon gehandelt kriegen. Ich muss mal gucken, was da ist. Vielleicht muss ich meinen kompletten PC auch nochmal neu aufsetzen. War immer eh fällig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.